wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. In den letzten Sommertagen war es ja richtig, richtig heiß und daher gibt es von mir heute auch eine erfrischende Abkühlung, eine Frozen Joghurt Matcha Eis. Die Waffeln habe ich nach einem vietnamesischen Teig zubereitet und zwar Bandgap. Und was ihr dazu benötigt, das zeige ich euch dann jetzt. Für den Frozen Joghurt braucht ihr 250 Gramm Joghurt, 200 Milliliter Sahne, 25 Gramm weißen Zucker, 25 Gramm Rohrzucker, 3 Esslöffel Wasser und 3 Teelöffel Matcha-Pulver. Zuerst dann den Matcha-Pulver in das Wasser geben, verrühren, bis das Pulver sich komplett dann aufgelöst hat. Kurz das Ganze dann beiseite stellen und in einer anderen Schüssel den Joghurt, die Sahne, den Zucker verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat und zum Schluss dann das Matcha-Wasser hinzufügen und wieder gut verrühren. Anschließend gebe ich jetzt die Masse in die Eismaschine für ca. 15 Minuten. Wenn ihr jetzt keine Eismaschine habt, könnt ihr nach jeder halben Stunde die Masse herausnehmen aus der Gefriertruhe und das Ganze dann immer vermischen. Nun werde ich das Eis dann in eine Schüssel umfüllen und für ca. 30 Minuten dann in den Gefrierschrank stellen. Als nächstes werde ich jetzt die Waffeln zubereiten und für die Waffeln benötigen wir 225 Gramm Mehl, 225 Milliliter Kokosnussmilch, dann 3 Eier, 100 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Reismehl und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes werde ich jetzt die Eier, den Zucker und Vanilleextrakt in eine Schüssel geben und gut verrühren. Anschließend dann das Mehl und Reismehl in die Eiermasse sieben. Die Kokosnussmilch dann im Wechsel mit dem Mehl hinzugeben und verrühren. Nun dann in einem Waffelhörnchengerät dann ein ca. Esslöffel Teig hineingeben und ausbacken. Die Waffelhörnchen werde ich dann herausnehmen und in einem Glas hineinlegen, zu einer Schale formen und abkühlen lassen.
anschließend mit einem Eisportionierer eine Kugel Frozen Joghurt Matcha Eis in die Waffelschale geben und dann das Ganze mit Pfefferminze dekorieren. So ist der Frozen Joghurt Matcha Eis in einer kleinen süßen Waffelschale beim Gap dann auch fertig. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert kostenlos meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!